Manchester Uniteds Anthony Martial ist unglücklich mit seiner Reservistenrolle und forciert daher einen Wechsel. Anthony will United verlassen, wurde zuletzt Martials Berater von AMC Sport zitiert. Doch United hat Martial nun ein Preisschild verliehen, das mögliche Interessenten abschrecken könnte. Laut Mirror verlangen die Red Devils über 85 Millionen Euro für Martial. Dass Tottenham, PSG und Real Madrid, drei Clubs, denen Interesse am Holländer nachgesagt wird, bereit sind, diese Summe für den Offensivspieler zu bezahlen, ist aber eher unwahrscheinlich. Offensivstar Mohamed Salah vom FC Liverpool hat sich mit seiner starken Saison in den Fokus gespielt. Angeblich auch beim FC Barcelona. Zumindest soll sich Barca Superstar Lionel Messi intern für eine Verpflichtung des 26-Jährigen ausgesprochen haben. Das berichtet die Sun. In 36 Premier League-Spielen gelang Salah 32 Tore und 11 Vorlagen. Die Ernennung von Julen Lopetegui zum neuen Trainer von Real Madrid hat bei Gareth Bale offenbar einen Sinneswandel bezüglich seiner Zukunft herbeigeführt. Wie ESPN berichtet, sieht sich der Waliser, der zuletzt mit Manchester United in Verbindung gebracht wurde, nun doch weiterhin bei Real. Er wolle sich demnach dem Konkurrenzkampf stellen und sich unter Lopetegui neu beweisen und für mehr Einsätze empfehlen. Hoffenheim-Stürmer Andrej Kramaric hat am Rande der Weltmeisterschaft in Russland über ein angebliches Interesse des FC Bayern gesprochen. Bayern? Ja, ich habe gelesen, was die Medien schreiben, sagt er zu Goal.com. Aber es gibt keinen Grund zur Hektik. Nach der WM bleibt immer noch genügend Zeit, um über einen möglichen Wechsel zu sprechen, so Kramaric weiter.